Herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo. Die Sommerzeit ist für mich ja meist keine Urlaubszeit, da ich beruflich noch nie und auch familiär nicht mehr an den Schulferien hänge. So geht es mit Flug- und Schiffsreisen dann erst wieder im Herbst los, wenn denn alles klappt. Für ein paar Tage hatte ich mir hier jedoch eine Auszeit vom beruflichen Alltag gegönnt. Und bevor es im nächsten Video gleich anschließend mit der Familie weitergeht, bin ich hier zunächst auf dem Weg nach Schwetzingen. Für diejenigen unter euch, denen das nicht sagt, das liegt direkt bei Heidelberg. Bevor es an diesem Morgen zu meinem eigentlichen Ziel ging, stärkte ich mich auf dem kleinen Wochenmarkt im Stadtzentrum, ganz entgegen meiner Gewohnheit, nur mit einem Kaffee und einem Croissant. Ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten, französisches Frühstück, das sollte in den kommenden Tagen dann auch eine Rolle spielen, aber dazu dann mehr im nächsten Video. Und wer jetzt schon neugierig geworden ist, der abonniert am besten diesen Kanal sofort und bleibt dabei. Während ich beim Vorbeischlendern an der Kirche noch in mein Croissant biss, aber Moment mal, ein Radfahrer war hier nicht echt und der fuhr bzw. stand auch noch auf dem Gehweg. Und als ich mich weiter umblickte, entdeckte ich auf dem Platz noch weitere interpretationsbedürftige Figuren, zum Beispiel die da hinten. Vier offenbar gleichartig männliche Figuren mit geschlossenen Augen beklatschen hier irgendetwas. Interessanterweise mit Blickrichtung Rathaus gegenüber. Also mir kam ja bei dem Anblick spontan in den Sinn, dass diese Skulpturengruppe einen sehr aktuellen gesellschaftskritischen Hintergrund haben könnte. Ob die Künstlerin oder der Künstler damals seiner Zeit voraus war, wer weiß es schon. Und auch diese Gruppe auf der anderen Straßenseite bietet sicherlich breiten Interpretationsspielraum. Unhöflich, ich beiße immer noch in mein Croissant. Wie ihr sehen könnt, Mann, Frau und Kind, etwas abseits noch eine männliche Person, ob die auch der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Mein Ziel war an diesem Tag jedenfalls keine weiteren kafkaesken Interpretationen, sondern der Schlossgarten von Schwetzingen. Und wie ihr seht, habe ich Glück mit dem Wetter, echtes Glück in diesem feuchten Sommer und besorgte mir zunächst für 8 Euro eine Eintrittskarte. Die weiteren Preise für den Garten, das Schloss sowie ein Kombiticket und die Öffnungszeiten verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Morgen. Jetzt hatten wir ja eben echt schon genug Interpretationsbedarf und ich halte mich in meinen Videos mit historischen Details ja meist ziemlich zurück, damit ihr mir hier nicht abschaltet. Aber hier geht es dann doch nicht ganz ohne zum Verständnis dieser wirklich außergewöhnlichen Gartenanlage. So, ich bin ja echt begeistert. Ich habe nicht nur grandioses Wetter, sondern ich habe den Schlossgarten fast für mich alleine an diesem Samstagmorgen. Das frühe Aufstehen und die Fahrt haben also absolut gelohnt. Also dann, Mitte des 14. Jahrhunderts, begann hier alles mit einem kleinen Wasserschloss bzw. einer mittelalterlichen Befestigung. Die Burg gelangte danach in den Besitz der Kurfürsten von der Pfalz. Kurfürst Ludwig V., der bis Mitte des 16. Jahrhunderts regierte, baute die mittelalterliche Burg dann in ein Jagdschloss der Renaissance um. Karl Theodor von der Pfalz ließ in der Mitte des 18. Jahrhunderts dann seinen Visionen freien Lauf und es entstanden in etwa 50 Jahren Großteile dieser imposanten Anlage mit den unterschiedlichsten Stilelementen wie Barock, englischer und französischer Garten. In der badischen Zeit des 19. Jahrhunderts entstanden dann weitere Teile und seitdem ist der Schlossgarten, wie man ihn noch heute erleben kann. Nun aber genug der Historie, bis auf das. Der Schlossgarten der Sommerresidenz der Kurfürsten war schon immer, zumindest in weiten Teilen, der Öffentlichkeit zugänglich. Früher übrigens kostenlos. In
In heutiger Zeit wird der Schlossgarten nicht nur zum Erholen und Bestaunen genutzt, sondern auch für Festspiele, Oldtimer-Veranstaltungen oder Musikfestivals wie Musik im Park, zu meiner Zeit hier gerade Anfang August. Jetzt habe ich clevererweise am Eingang natürlich keinen Plan mitgenommen, aber das hier müsste, zum Glück hat man ja noch ein Smartphone, der Minerva-Tempel sein. Ich komme zu einem aus heutiger Sicht schon fast skurrilen, aber doch gleichzeitig faszinierenden Bauwerk im vom Schloss aus betrachtet hinteren linken Teil der riesigen Gartenanlage. Das ist eine sogenannte Gartenmoschee, Europas einzige, eine Verrücktheit, kein Gotteshaus. Licht und Schatten in den Gängen eines wirklich außergewöhnlichen Bauwerks, welches übrigens wohl nur kurzfristig tatsächlich als Gebetsmoschee genutzt wurde. Man braucht, denke ich, nicht viel Kenntnisse einzelner architektonischer Stilrichtungen, um zu erkennen, dass es sich um eine Mischung orientalischer und abendländischer Architektur handelt. Und diese Gartenmoschee war wirklich mein Highlight dieses kurzen Rundgangs im Schlossgarten. So schlenderte ich fast 2 Stunden durch diese Anlage, von der, wie schon erwähnt, größere Teile wegen Baum- und Aststurzgefahr aus Sicherheitsgründen geschlossen waren.
Hier betrete ich ein barockes Gartentheater, das von 6 Sphinxen bewacht wird. In dieser wirklich beeindruckenden Kulisse fanden im Sommer Theater- und Opernaufführungen statt. Und wenn ich auch nicht wirklich als Opernfreund bekannt bin, hier wäre ich gerne einmal Zuschauer gewesen. Man kann sich die ganze Dramatik noch so richtig vorstellen. In der Vertiefung zwischen den Sphinxen der Zuschauerraum. Erhöht oben befindet sich die Bühne und ich verschwinde hier einmal zwecks Demonstration hinter den Hecken, den Naturkulissen. Darüber erhebt sich, ja anders kann man es nicht sagen, auf einem Naturfelsen der Rundtempel des Apollo. Man ahnt zwar, dass der Hügel künstlich ist, erkennt es aber erst so wirklich beim Betreten der labyrinthartigen Gänge im Untergrund, aus denen es mehrere Möglichkeiten gibt, nach oben in den Tempel zu gelangen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Hoffe ich, dass ich den Ausgang finde. Ein Labyrinth unter dem Tempel. Die Kurfürsten aus der Pfalz haben jedenfalls nicht gekleckert. Hier wurde nur geklotzt. Apollo, der Gott des Lichts und der schönen Künste. Wie passend. Und von oben hat man einen wunderbaren Blick über das Theater bis hinüber in die Orangerie. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Impressionen des Schwetzinger Schlossgartens gewonnen. Echt beeindruckend. Für diejenigen mit mehr Zeit, ihr solltet einen halben Tag einplanen. Und vielleicht sind bis dahin auch wieder die gesperrten Bereiche wie der englische Landschaftsgarten geöffnet. Habt ihr schon meinen Reisekanal hier abonniert? Nein? Dann wird es aber jetzt echt höchste Zeit. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen hoch. Wer Fragen hat, schreibt sie wie immer gerne unten in die Kommentare.